Wir sprechen über Commerce Media als Konzept. Wir sprechen darüber, wo Commerce Media heute steht. Und wir sprechen darüber, wie wir mit Commerce Media Challenges, denen wir uns heute im Handel, speziell im Onlinehandel, gegenüber sehen, lösen können. Denn herausfordernd wird 2024 auf alle Fälle. Ja? Einer Studie von Accenture zufolge, die wir euch hier einmal mitgebracht haben, erwarten 9 von 10 Entscheidern weltweit in diesem Jahr extremen Wandel. Und dass das am Onlinehandel tatsächlich auch nicht spurlos vorbeigeht, ich glaube, das haben wir 2023 zur Genüge gesehen. Wir sehen auch 2024, dass das Ganze alles andere als einfach wird, dass sich die Herausforderungen fortsetzen. Daher wollen wir in den nächsten 30 Minuten mal einen Blick auf 3 große Retail-Challenges werfen, die wir sehen, dass unsere Retail-Partner ihnen gegenüberstehen. Und wir schauen darauf, wie sich andere Händler, andere Marken, andere Agenturen darauf vorbereiten. Dazu haben wir eine Studie mitgebracht, die wir bei Criteo frisch veröffentlicht haben, die wir kürzlich durchgeführt haben, unter 1000 Entscheidern auf Retailer-, Marken- und Agenturseite, die wir letzte Woche in den USA publiziert haben. In Deutschland wird sie nächste Woche publiziert. Das heißt, wir werfen vorab einen exklusiven Blick auf die Ergebnisse. Wir interpretieren sie gemeinsam und wir hoffen, dass wir euch ein paar spannende Impulse, ein paar spannende Ideen mitgeben können, die ihr dann mit in die Praxis nehmen könnt. Wer ist wir? Wir sind schon sehr nett angekündigt worden. Insofern halte ich es an der Stelle kurz. Corinna Hohenleitner von Criteo und ich habe mir eine Partnerin in Crime mit auf die Bühne gebracht. Dorit Posdorf, langjährige Begleiterin von der Retailer-Seite, die ihre Sicht der Dinge direkt aus der Praxis beisteuern wird. Schönen guten Morgen. Und nachdem euch Doc Morris sicherlich allen was sagt, davon gehe ich mal ganz, ganz schwer aus, ist das bei Criteo vielleicht nicht so. Deswegen einmal kurz zur Erklärung, was macht eigentlich Criteo so? Kurze Antwort, wir wissen, was Menschen kaufen. Wir sind das größte unabhängige AdTech-Unternehmen der Welt und verfügen über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Retail-Segment. Wir generieren Audience-Insights und Zielgruppen durch die Nutzung von über 120 Shopper-Intent-Signalen und generieren 5 Milliarden Ads pro Tag in 90 Ländern. Wir sind also tatsächlich global unterwegs. Wir sehen jeden Tag 725 Millionen aktive Nutzer und das ermöglicht uns, im offenen Internet die für Marken wertvollsten Zielgruppen zu finden, inklusive der Beobachtung von Commerce-Transaktionen im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar, die wir jeden Tag in unserem Netzwerk sehen. Also ein riesiger Datenschatz und basierend auf diesem Datenschatz bringen wir eine ganze Reihe an Lösungen für das neue Konzept Commerce Media auf den Markt. Was meint Commerce Media? Dahinter verbirgt sich ein Konzept, das eben diesen riesigen Schatz an Commerce-Daten kombiniert mit künstlicher Intelligenz, mit KI, mit Machine Learning in den richtigen Umfeldern und mit den richtigen Partnern. Sowohl in skalierbaren Retail-Media-Netzwerken als auch auf Publisher-Seiten im Open Web, um Konsumenten genau im richtigen Moment mit der richtigen Botschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort anzusprechen. Jetzt geht's los mit den 3 Herausforderungen, die wir sehen. Wir sprechen einmal über das Thema Makroökonomie und das sich daraus verändernde Konsumentenverhalten. Wir sprechen über ein nicht ganz neues Thema, das aber dieses Jahr noch mal eine ganze Ecke relevanter für uns wird, den Abschied vom Third-Party-Cookie. Und wir sprechen über die Notwendigkeit, nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen. Starten wir mit dem veränderten Konsumentenverhalten. Seit 2021 gibt es sehr, sehr viele Analysen zum sich verändernden Konsumentenverhalten, vor allem auch in Verbindung mit der Entwicklung der Realgehälter. Vereinfacht gesagt, Menschen verdienen heute im Vergleich zu den Kosten für Lebensunterhalt und Co. deutlich weniger als noch vor 2 Jahren. Die Kostensteigerung durch die Inflation wird nicht durch die höheren Gehälter ausgeglichen. Das heißt, wer früher einmal Mittelklasse war, rutscht heute auch schnell in die Gruppe der Konsumschwachen und wer weniger Geld zum Ausgeben hat, der wird, wenn er dann kauft, tatsächlich auch sehr viel preissensitiver.
Die Konsumlaune in Deutschland nimmt in Summe ab. Sie hat sich im vierten Quartal 2023 leicht erholt und hat sich 2024 aber auf niedrigerem Niveau wieder stabilisiert. Auf der anderen Seite sehen wir, wenn dann konsumiert wird, einen Trend zu Commerce als einem ganz persönlichen Moment mit ganz vielen Funktionen. Zum einen, wenn wir uns den neurologischen Aspekt angucken. Shopping, und das kennen wir, glaube ich, alle, triggert die Dopaminausschüttung. Das Shoppers High reduziert den Stress. Ich tue mir was Gutes. Damit einher geht die Schnäppchenjagd. Gerade auch, wenn wir über makroökonomische Challenges, über Preissensitivität sprechen. Schnäppchen zu machen ist etwas, was wir, oder ist ein Bedürfnis, das wir ganz häufig sehen. Ich kann das selber aus der Praxis bestätigen. Mein Mann ist Schwabe, wir haben das jeden Tag. Und diese Tiefpreissuche, gerade bei Tech und im Luxussegment, die ist sehr, sehr ausgeprägt. Wir sehen darüber hinaus eine Hyper-Gamification im Shopping. Wir sehen Social Shopping. Wir sehen Mechaniken, von denen wir vielleicht auch gar nicht dachten, dass sie Menschen so abholen kann. Aber Player wie ein Temu zum Beispiel, die belehren uns da gerade eines Besseren. Und wir sehen Commerce auch als Zeichen der Zuneigung. Ich tue meinen Lieben um mich herum etwas Gutes. Also wir haben hier zwei Dinge, die aufeinanderprallen. Wir haben Konsumzurückhaltung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn ich konsumiere, Konsumgenuss, die aufeinandertreffen und das in jedem Moment des Alltags. Die nächste Herausforderung, auch wenn wir seit 2018 schon sehr häufig darüber gesprochen haben, die Adressierbarkeit, die rückt 2024 nochmal ganz anders in den Fokus der Handelsbranche. Nahezu 30% des Traffics im Internet wird heute schon in Umfeldern generiert, die die Funktionalitäten von Signalen wie Third-Party-Cookies bereits eingeschränkt haben. Und deswegen ist das Thema so relevant, seit Anfang 2024 hat Google zudem 1% seines gesamten Browser-Traffics für Third-Party-Cookies deaktiviert und plant, die restlichen 99% bis Jahresende nachzuziehen. Effektiv kann man damit sagen, sind Konsumenten zu weiten Teilen nicht mehr überall hergebrachte Tech-Mechanismen anzusprechen. Trotzdem, und das ist die Krux dabei, erwarten Sie vom Handel genau diese persönlich relevante Shopping-Experience auf der eigenen Seite, aber auch in Medien, auf Social-Plattformen, sogar im TV. Das heißt, hier haben wir eine große Herausforderung, auf der einen Seite neue Adressierungsansätze zu finden. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch bestehende Kampagnen, bestehende Maßnahmen in diese neuen Strukturen übertragen. Wir müssen Budgets restrukturieren. Hier gibt es ganz, ganz viel zu lernen und hier entwickelt sich sehr, sehr viel. Also eine zweite sehr große Challenge und last but not least, ich hatte es gerade schon angesprochen, die Notwendigkeit für nachhaltige Geschäftsmodelle als große Challenge für Retailer. Die wirtschaftliche Situation gepaart mit sinkenden Margen. Wir sehen, dass der Druck aufs Kerngeschäft vielerorts steigt und auch bei Marken mit diversen Absatzkanälen vielerorts steigt. Fast jeden Tag, und das lest ihr sicherlich auch, berichtet die Presse über Unternehmen, über ganze Branchen, die ums Überleben kämpfen. Mir persönlich ist die Modebranche, der Fashionbereich sehr präsent. Wir hatten aber auch einige Beispiele aus dem Bereich Fahrräder, wir hatten klassische Kaufhäuser, die ums Überleben kämpfen. Also es ist tatsächlich, zieht sich durch alle Bereiche und der Handel, der ist dabei, dem etwas entgegenzusetzen. Schon seit vielen Jahren entwickelt immer wieder neue Standbeine, um ein nachhaltiges Gegengewicht zu diesen Trends zu schaffen. Wenn man so möchte, ist so die Integration des Online-Business Anfang der 2000er ein erster Schritt. Dann kamen verschiedene Angebote für Konsumenten von Renting, über Circular Economy. Heute sprechen wir über die Plattformökonomie. Wir sprechen über Marketplace-Modelle zur Skalierung. Aber wir sprechen auch ganz neu über Retail Media, über datengetriebene Geschäftsmodelle im B2B-Bereich als zusätzliche Erlösquelle, die Retail erschließen, um diesem Druck aufs Kerngeschäft etwas entgegenzusetzen. Und das macht natürlich viel mit so Unternehmen, macht viel mit Organisationen, dass sehen wir hier zum Beispiel, ein Trend, den wir gerade sehen, ist der
dass interne Joint Ventures gebildet werden aus Sales und Marketing. Gerade bei den eigenen Mediaangeboten rücken Absatz und Marketingdenkweisen ganz, ganz eng zusammen. Und das hier sind nur drei Beispiele von vielen, wie Unternehmen sich im Zuge dieser Notwendigkeiten neu strukturieren und neu aufstellen. So, jetzt habe ich erstmal genug geredet. Jetzt kommst du zu mir. Jetzt komme ich zu dir, genau. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, was du... Ich muss erst mal sagen, ich bin wirklich geflasht, wie voll es ist und wie laut es ist. Ich hoffe, ihr könnt uns trotzdem sehr gut verstehen. Ich kriege hier einige Daumen hoch. Also ich mache mal ein bisschen mit höherer Stimme, damit das auch bis nach hinten in die letzte Reihe durchdringt. Also aber krass, dass hier morgens so viele schon kommen und zuhören. Danke. Oh ja. So, Corinna. Ja. Genau, und wir schreien uns einfach so ein bisschen an. Wir schreien uns jetzt hier ein bisschen an. Du, drei Fragen an dich, bevor wir in den nächsten Part einsteigen. Wir sind gestartet mit dieser Accenture-Umfrage. 9 von 10 Entscheidern erwarten wirklich große Veränderungen in 2024. Wie siehst du denn das aus deiner CCO, CMO-Perspektive? Was erwartest du an Veränderungen in 2024? Du, ganz ehrlich, ich glaube, 2024 wird genauso ein hartes Jahr werden, wie es 2023 war. Also ich glaube, die schwarzen Wolken, die sich so ein bisschen über uns zusammengebraut haben, das ist nichts, was in den Sonnenschein abziehen wird in den nächsten 12 Monaten. Ich weiß nicht, ob es gestern war oder vorgestern, aber da kamen ja die neuen Wachstumsprognosen raus von irgendwie einer 1,3 sind wir auf eine schmale Null zusammengeschrumpft. Das heißt, wir schrumpfen noch nicht, aber wir robben uns plus minus null makroökonomisch durchs Leben. Ich meine, das ist eine Grundsatzdebatte mit der ewigen Jugend und dem ewigen Wachstum. Aber was man einfach fairerweise im Blick behalten muss, die anderen wachsen. Das heißt, andere europäische Länder und eben auch China und die USA laufen uns einfach den Rang ab. Also von daher erwarte ich ein 24, das eben wieder mit sehr viel Kraftanstrengung von allen, also auch von den Unternehmen und den Mitarbeitenden dort gestemmt werden muss. Denn also ich sehe den Sonnenschein noch nicht. Also ich bin eigentlich Optimistin, aber ich muss echt sagen, auch die Nachrichten dieser Woche, ich glaube, wir müssen da schon echt hart am Ball bleiben, um auch kompetitiv weiter zu segeln. Zu den Punkten, was heißt das jetzt, wenn man es auf das Konsumentenverhalten ableitet, aber eben auch, was heißt es für uns Marketeers oder die Unternehmensführung? Ich glaube, die zwei Sachen, die wir im letzten Jahr gesehen haben, ja, Wachstum ist das eine, aber auch nicht mehr eben Wachstum um jeden Preis, die Profitabilität in der Produktausgestaltung im Sortiment vorne wegzustellen, sich über Margenstrukturen Gedanken zu machen, aber auch im Bereich Neukundenakquise wirklich zu überlegen, für welchen Kunden kann, will ich noch was ausgeben und was sind eigentlich Alternativmodelle im Bereich Retention, um dem halt gegenzusteuern. Weil ich glaube, die Zeiten, wo du einfach reinschaufelst und guckst, was dann in deinem System hängen bleibt, das haben wir alle verstanden, dass das vorbei ist. Was es halt schwierig macht, zumindest mit vielen Unternehmen, mit denen ich in Kontakt bin, die haben eigentlich schon in den letzten 12 Monaten wirklich ihre Hausaufgaben gemacht, ne? Und ich meine, parallel zu diesem Profitabilitäts- und Kostendruck kommt ja auch hinzu, dass in vielen der Walled Gardens und anderen Systemen im Backend wir zunehmend einfach Gestaltungsfreiräume abgeben an die Technologie, an AI. Und ich will das auch gar nicht in Frage stellen, aber ich glaube, die Knöpfe und Hebel, um es mal so zu sagen, die du wirklich früher klassisch im Backend drücken konntest, die reduzieren sich. Und dementsprechend ist da auch ein hohes Maß an Innovation und Mut gefragt, um jetzt zu schauen, wie kommst du weiter, wie kommst du profitabel weiter. Und ich glaube, da sind die Themen, die wir jetzt ja auch gleich beschreiben, nämlich Retail Media als neuer Erlöskanal, aber auch eben Commerce Media nochmal als ein Vehikel, um effizient in den Markt einzusteigen und auch nicht nur am letzten Funnel Step, sondern wirklich auch in Richtung Brand wieder zu denken, ganz, ganz wichtig. Von daher nochmal danke an dich für die Einladung.
Sehr gerne. Was Commerce Media als Stichwort genannt, ist natürlich so unser übergeordnetes Thema heute. Wir haben gerade auch über Commerce als Währung gesprochen, über verändertes Konsumentenverhalten. Ich versuche mir was Gutes zu tun in einer Zeit, die irgendwie auch schwierig ist. Ich finde, für Marketer, für Händler, für Marken ist es schon echt eine Herausforderung, dieses auch sich permanent verändernde Konsumentenverhalten. Was ist denn da aus deiner Sicht am schwersten zu balancieren? Wie siehst du diese Entwicklung? Wahrscheinlich ganz, ganz viel. Ja, ich glaube einfach, was ich sagte, im Backend schränken sich dein Haltungsspielraum schränkt sich ein. Ne? Also die Hebel und Knöpfe, die du da ziehen und drücken kannst. Zur gleichen Zeit geht dir das Frontend total in der Komplexität auf. Also die Vielzahl an Kanälen, die Schnelligkeit, die auch Unterschiedlichkeit im Content, die du brauchst, um halt all diese Kanäle zu bespielen. Ich glaube, das ist eine der Kernherausforderungen, die ich sehe. Und ich meine, ich persönlich kann mich einfach auch nur wundern, wenn ich mir dann so eine Temu-Seite anschaue, wo es nur blinkt und du völlig überladen bist. Also meins persönlich ist es einfach nicht, aber es funktioniert und es ist here to stay. Und sich da auch als, ich sag's jetzt mal, seriöse Marke oder eben auch Marke im Gesundheitswesen oder so zu überlegen, wie positionierst du dich gegen so eine flashy Moments-Geschichte. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir 2024 und danach haben werden. Ja, mit Sicherheit. Und dann haben wir noch über nachhaltige Geschäftsmodelle gesprochen, als weitere große Herausforderung, ganz anders gelagert auch als die ersten, aber irgendwo doch auch damit zusammenhängt. Und darüber, wie sich Organisationen auch als Reaktion darauf aufstellen, wie hybride, moderne Organisationsmodelle aussehen. Aus deiner Perspektive, und du hast ja schon viele Organisationen auch von innen heraus begleitet und transformiert, hast du einen Blick darauf, wie eine moderne, hybride E-Commerce-Organisation aussehen sollte, wie die aufgebaut sein sollte, was es zu beachten gibt? Gibt es da one size fits all überhaupt? Also definitiv nicht. Ich wünschte, ich hätte die Blaupause. Aber fairerweise eins kann ich sagen. Die Zeiten der guten alten Aufbau- und Ablauforganisationen, würde ich sagen, sind definitiv von gestern. Ich glaube, das ist jetzt die Herausforderung, wirklich zu schauen, wie du das in dieses Hybride, also zum einen in das hybride Arbeiten, aber auch in eine hybride, ich nenne jetzt mal Stichwort, holokratisches Organisationsmodell kriegst. Ich bin hier und da noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, man muss Dinge dann auch einfach mal ausprobieren und auch den Mut und die Kraft haben, sowas mal für ein Jahr oder zwei durchzuhalten und dann weiterzusehen. Was aber definitiv ist, diese Zeit, wo du sehr klar strukturierte Rollen mit sehr klar strukturierten KPIs, also Beispiel hier, der CMO kümmert sich um Traffic und der CPO kümmert sich um die Conversion Rate und dann hast du noch einen Einkaufsleiter, der kümmert sich ums Category Management. Ich glaube, das funktioniert nur noch, wenn du wirklich ein eingeschworenes Team One hast, aber auch da hart. Von daher, was ich in den letzten Jahren angestrebt habe oder was ich zunehmend eben höre, du musst diese kommerzielle Gesamtverantwortung, die muss wirklich mal von A bis Z durchdacht werden. Und dazu gehört Catman, dazu gehört Pricing, dazu gehört Marketing. Und ob das dann ein Chief Commercial Officer ist, ein Chief Revenue Officer ist, ein Chief Customer oder whatever, das sind alles nur Titel. Mir geht es wirklich darum, dass das Verständnis, dass die Kommerzialisierung heutzutage mehr ist als ich kümmere mich um das, ich kümmere mich um das, wir schieben das alles auf den Hof und dann wird es schon laufen. Also ich sehe es kaum noch, dass es wirklich funktioniert. Ja, bin ich bei dir. Danke dir. Du, dann lass ich dich mal kurz durchschnaufen und gehe in meinen zweiten Teil der Präsentation. Ich finde nämlich, wir haben jetzt genug über Herausforderungen gesprochen. Jetzt lasst uns doch mal über Lösungen sprechen, wie wir dem Ganzen entgegenkommen können oder begegnen können. Und jetzt muss ich ganz oft klicken, das ist nämlich hier super animiert. Wir wollen einen Blick auf drei Commerce-Trends werfen,
die auf diese drei neuen Realitäten einzahlen. Der erste zahlt auf die Notwendigkeit für nachhaltige Geschäftsmodelle ein. Hier sprechen wir über Retail Media als einen Wachstumstreiber, als einen Katalysator für Innovation. Wir sprechen, wenn wir über den Abschied vom Third-Party-Cookie sprechen, über Commerce-Daten, die ein zentraler Enabler im Open Web sein können. Und wenn wir über verändertes Konsumverhalten sprechen, über darüber, dass ich Konsumenten heute überall irgendwie abholen muss, sprechen wir über Commerce, Media, Commerce und Media, die jeden Commerce-Moment dort adressieren, wo er letztendlich geschieht. Ich starte diesmal der Animation entsprechend auf der rechten Seite. Alles beginnt mit Retail Media, weil, und ich glaube, das kann man sagen, Retail Media ist die Speerspitze von Commerce Media. Wir sehen, dass die Disziplin seit mehreren Jahren unaufhaltsam wächst und gedeiht. Es gibt ganz, ganz viele Zahlen im Markt laut der FOMA, zum Beispiel dem FOMA Trendmonitor, den die Mediaagenturen im BVDW jährlich veröffentlichen, um den Entwicklungsstand der Branche abzubilden, ist Retail Media auch im kommenden Jahr die deutlich am stärksten wachsende Disziplin mit einem zu erwartenden Wachstum von 22% gegenüber dem Vorjahr. Damit wächst sie sehr viel stärker als alle anderen Disziplinen. Und dieses Wachstum setzt sich auch über 2024 hinaus ungebrochen fort. Ich habe hier mal die Ergebnisse aus unserer eingangs erwähnten Studie, die wir gemacht haben unter knapp 1000 Vertretern von Brand-, Agentur- und Händlerseite. Und hier bestätigen uns 67% der Brands und Agenturen, dass sie planen, mehr in Retail Media zu investieren. Und Retailer, die reagieren darauf. Auch die machen es zu einer Priorität. Auf ihrer Seite 53% sagen in den nächsten 12 bis 18 Monaten, ja, ist Retail Media für mich ganz oben auf der Agenda, weil sie eben sehen, dass sich Retail Media in diesen Umsatzsteigerungen niederschlägt, die der Notwendigkeit, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, absolut entgegenkommt. Und das deckt sich auch mit den Zahlen, die wir auf europäischer Ebene sehen. In Europa steigen die Retail-Media-Einnahmen weiter auf knapp 22 Milliarden in 2026 laut dem IAB Europe. Dieses Wachstum wird befeuert durch unterschiedliche Trends, unterschiedliche Entwicklungen, die wir sehen. Zum einen neue Inventare, neue Netzwerke, neue Retailer, die mit ihren Angeboten auf den Markt kommen. Gefühlt jeden Monat gibt es neue Angebote. Dann gibt es innerhalb bestehender Angebote die Adaption von neuen Formaten, neuen Kanälen. Wir sprechen gleich über ein paar Beispiele dazu. Es wird befeuert durch Budget-Shifts, durch Zusatzinvestitionen seitens der Nachfrage. Und wir sehen nach ein paar Jahren Entwicklung jetzt auch eine gewisse Marktreife, was das Thema Technologie angeht, was zu weniger Fragmentierung führt und was am Ende auch zu der Operational Excellence führt, die ich brauche, um dieses Wachstum weiter zu beschleunigen. Für dieses Wachstum, wie gesagt, sind teilweise auch drei Trends in Sachen Formate, in Sachen Angebote verantwortlich, die wir im Rahmen unserer Studie erhoben haben. Die erste, Brand Awareness. Retail Media ist gestartet als klassische Sponsored Product Ads, Produktanzeigen auf dem Digital Shelf. Sehr performanceorientiert. Wir sehen aber, dass sich das Ganze sehr stark weiterentwickelt. Wir gehen den Funnel hoch. Es kommen neue Formate wie On-Site Video auf den Markt und 85%, wirklich die überwältigende Mehrheit der Markenvertreter bestätigen uns in unserer Umfrage. Retail Media kann immer besser heute auch Brand Awareness im Upper Funnel stärken. Wir gehen also im Funnel in die Tiefe oder in die Höhe, wenn man so möchte. Wir gehen aber auch in die Breite, was Formate und Angebote angeht. Der Trend in Richtung In-Store und Omnichannel. Ein Viertel, 26% der europäischen Marken, um genau zu sein, wollen in 2024 auch mehr Budget für In-Store, für Offline-Retail-Media investieren, um ihre Sales-Ziele zu erreichen. Und 4 von 10 Retailern haben uns das auch im Survey bestätigt, dass es auch für sie eine Priorität ist. Und Offsite. 78% der Brands in Europa investieren bereits Onsite und Offsite oder planen dies zu tun. Das heißt, sie beschränken sich in ihren Retail-Media-Aktivitäten nicht rein auf Onsite-Inventare der Retailer, sondern wir sprechen hier auch über die Verlängerung der Aktivitäten basierend auf den Retailer-Daten, aber auf Publishern,
im Open Web. Hier kommen unter anderem auch nicht endemische Marken ins Spiel, Marken, die nicht unmittelbar beim Retailer gelistet sind, für die aber die Zielgruppe des Retailers unfassbar spannend und relevant ist. Trend 2 ist die Neudefinition der Werbung im offenen Internet, also auf Publisher-Seiten außerhalb der Walled Gardens. Denn natürlich geht bei allem Hype um Retail Media und um neue Kanäle auch Werbung im offenen Internet nicht unter. Darauf setzen auch die Marken. 37% der Marken und Agenturen planen, mehr Budget im offenen Internet auszugeben und weitere 47% behalten ihre Werbespendings dort mindestens bei. Auch 60% der Retailer, da sind sich alle sehr, sehr einig, setzen auf das offene Internet mit Offsite, obwohl sie schon auch, und da sind wir wieder bei unserer Challenge, Sorgen über den Wegfall des Third-Party-Cookies äußern. Wir brauchen also ein Umdenken, nicht nur im Hinblick auf Adressierbarkeitsansätze, sondern auch im Hinblick auf neue Mechaniken, auf neue Targeting-Filter, auf neue Partnerschaften. Ich glaube, da hast du gleich noch ein paar ganz spannende Gedanken dazu. Gucken wir uns aber erstmal an, was Commerce-Daten in dem Kontext leisten können. Eine Möglichkeit, diesen Herausforderungen zu begegnen, sind Commerce-Daten, die als zentrale Enabler auf der einen Seite Präzision, auf der anderen Seite auch Skalierung gewährleisten können, je nachdem, wie ich sie einsetze. First-Party-Commerce-Daten auf der linken Seite von authentifizierten Usern, die können weiterhin Adressierbarkeit herstellen. Sie sind maximal wertvoll, sie sind aber auch limitiert, was die Reichweite angeht. Alternative IDs können das Ganze erweitern. Da haben wir ein etwas größeres adressierbares Universum mit einem ganz unterschiedlichen Grad an Genauigkeit, je nach Lösungsansatz, den ich einsetze. Wir haben Walled Gardens und On-Site-Retail-Media-Angebote, die Reichweite und Genauigkeit übereinbringen, weil sie mit authentifizierten Nutzerndaten arbeiten, weil sie mit On-Site-Retail-Media-Lösungen arbeiten, die Third-Party-Cookie-unabhängig sind. Und auf der rechten Seite haben wir ID-unabhängige Lösungen, die zum Beispiel auf kontextuellen Signalen aus dem Commerce-Umfeld basieren und diese mit künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning so kombinieren, dass ich trotzdem performante, skalierbare Ansätze gewährleisten kann. Also viele Lösungen, um dieser Challenge der Adressierbarkeit unter Zuhilfenahme von Commerce-Daten zu begegnen. Und dritter Trend, es läuft zusammen in Commerce-Media. Wir haben gesprochen darüber, dass sich das Konsumentenverhalten verändert. Wir haben darüber gesprochen, dass wir shoppen mit dem Ziel, uns was Gutes zu tun. Wir wollen Inspiration gewinnen. Wir wollen schöne Erlebnisse. Shopping ist Bedürfnisbefriedigung, nicht nur rein transaktional, sondern auch emotional. Und da kommt Commerce Media ins Spiel. Denn dieses Konzept, das verbindet mich als Shopper mit Produkten, mit Services in dem Moment, in dem ich dieses Bedürfnis tatsächlich auch verspüre. Wir bringen auf der einen Seite die Transaktionsnähe, die Effizienz von Retail Media mit reichweitenstarken und KI-optimierten Personalisierungen im Programmatic Advertising zusammen und das auf eine sehr skalierbare Art und Weise. Wie das aussieht, habe ich euch einmal hier mitgebracht, ein paar Beispiele von Criteo, um diesen Skaleneffekt einmal zu verdeutlichen. Hier die lila Bubble Retail Media On-Site. Hier aktivieren wir First-Party-Retailer-Daten des Retailers auf den eigenen Seiten. Wir greifen hier auf Daten von 220 Retailern zurück, fassen es aber weiter. Ja, wir sprechen über Data-Driven-Kampagnen im offenen Internet. Wir aktivieren deterministische Datenkauf interessierter Konsumenten aus dem weltweit größten Commerce-Datenbestand. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, beides trifft zusammen, Retail-Media-Daten und deterministische Audiences dienen als Insight, um den bestmöglichen Content auf Publisher-Seiten zur Ansprache von Kunden zu personalisieren und relevante Audiences zu kuratieren, dann sehen wir, dass Commerce Media ein viel, viel größeres Konzept ist als Retail Media und das Potenzial hat, Konsumenten wirklich überall im richtigen Moment zu adressieren. Und das so als letzter Insight, bevor wir dann wieder in den Praxis-Check mit Dorit gehen, auch nicht nur im klassischen Retail, sondern es gibt Raum für sehr viel mehr. Und ich persönlich erwarte da sehr viel Bewegung in den kommenden Jahren. Unserer Studie zufolge wünschen sich 58% der Marken Retail-Media-ähnliche Angebote von anderen Branchen. Das kann die Reisebranche sein, das kann Automotive sein, das kann
die Finanzbranche sein und jede zweite will investieren, wenn Performance und Transparenz in Commerce Media vergleichbar mit der von Retail Media sind. Also sehr, sehr viel Potenzial, auch diese Learnings auf andere Teilbereiche zu adaptieren. Jetzt habe ich wieder genug geredet, liebe Dorit. Was sagt denn die Expertin zu den Trends? Zu den Trends, ja. Ich weiß gar nicht, ob sie so noch Trend sind. Also Commerce Media mit Sicherheit, aber Retail Media machen wir ja auch jetzt seit einigen Jahren schon erfolgreich zusammen. Ja. Von daher glaube ich, was auf jeden Fall diese Erschließung auch zusätzlicher Monetarisierungsmöglichkeiten ich jedem nur sagen kann, er soll es mal ausprobieren. Du weißt, ich kann deine Begeisterung nicht immer ganz teilen, weil natürlich du die Gefahr hast, dass wenn man dann auch merkt, du gehst so in Richtung virtuelle Litfaßsäule, also es werden quasi auf dir lauter Anzeigen geschaltet. Das ist natürlich auch für so eine Retail-Marke dann eine Fine Line, wo man einfach schauen muss, wie viel Werbung tut dir gut und wo ist aber dann auch einfach mal Schluss, weil du ja natürlich auch deine eigene Marke und deinen eigenen Markenkern aufbauen und stärken musst. Ja. Absolut. Also du sagst Monetarisierung ja, nicht um jeden Preis. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch die Zielsetzung, wenn wir über Retail Media sprechen oder dass der USP, dass das Ganze sehr nativ eingebettet ist, dass es die User Experience nicht stört. Wenn wir da natürlich jetzt rauskommen, sagst du natürlich zu Recht, da gibt es auch Grenzen. Ja. Ich glaube, das Thema Commerce Media ist Fluch und Segen auch, weil wo ich jeden auch nur auffordern kann, sich das mal anzuschauen, wie man wirklich die eigenen Audiences und Kunden in deren Bubbles bespielt. Weil ich meine, wir wissen das ja auch mit dem politischen Programm, die dann ins Internet geschossen werden. Man bekommt ja immer mehr von dem, was man konsumiert. Von daher ist es, glaube ich, Fluch und Segen und aber durchaus auch mal eine gute Möglichkeit rauszufinden, was man mit Retailer-Daten gematcht mit eigenen Daten hinsichtlich auch der Erschließung von Neukundensegmenten und Aktivierung machen kann. Denn sonst besteht ja immer weiter die Gefahr, dass man sich in diesen Bubbles, die man sich aufbaut, einfach immer mehr von dem Gleichen auch dem Konsumenten anbietet. Und da wird natürlich dann auch die Ansprache neuer Kundensegmente, aber auch das Überbringen neuer relevanten Nachrichten einfach schwieriger. Also das ist so ein bisschen, wo wir auch immer darüber nachgedacht haben, wie kriegen wir diese Aktivierung, keine Cookies mehr, First-Party-Daten wirklich sinnvoll hin, ohne die Leute dann mit mehr from the same eigentlich zu beballern. Also das ist ja dann auch eher ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, da ist Commerce Media wirklich ein Vehikel, was man sich mal anschauen sollte. Absolut, absolut. Letzte Frage an dich, die berühmte Glaskugelfrage, liebe Dorit. Ja. Wir haben viel über 2024 gesprochen, aber wenn wir so ein bisschen darüber hinaus gucken, wenn wir so, ich glaube, 5 Jahre ist immer schwierig. Ja? Lass mal so 2-3 Jahre, reicht schon. Ja? Meine Glaskugel soll ich rausholen. Ja, ist auch schon Glaskugel. Was erwartest du? Worauf stellst du dich als Marketer ein? Was wäre vielleicht auch dein Tipp an die Audience? Worauf müssen wir uns einstellen? Also ich äußere einfach mal einen Wunsch. Ich hoffe einfach, dass wir das hinkriegen, dass wir keine weiteren exogenen Schocks bekommen. Das ist meine große Hoffnung, dass das, was wir jetzt haben, auch erstmal eine Zeit lang das ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und die anderen Punkte würde ich nochmal wirklich sagen, dieses Ansprechen in der Bubble, wie holen wir die Leute aus ihren Informations- und Kommunikationsbubblen raus und wie schaffen wir auch wirklich einen demokratischen Zugang von Werbeinhalten und Innovationen. Das ist mit Sicherheit etwas, was da ist. Und das andere in puncto Partnerschaft. Ich meine, so als Retailer waren wir ja lange Absatzkanal. Ja, jetzt machen wir so einen Shift auch hin zum Medienhaus.
Ich glaube, das Wichtige, zu dem, um nicht zur Litfaßsäule zu werden und sich einfach voll zu kleben mit irgendwelchen Werbeplakaten anderer Produkte oder anderer Marken, ist wirklich auch dieses Auseinandersetzen mit der eigenen Marke, mit der eigenen DNA, dem Markenkern, und dann auch ganz gezielt zu gucken, wie viel Werbung mache ich, aber wie viel partnerschaftliche Kommunikation nehme ich in Angriff. Und das ist, glaube ich, wenn man das hinkriegt, dann kann man auch mit großen dann Marken, glaube ich, nochmal ganz anders auch die kleineren Budgets hebeln. Also ich rufe also auf zum haut rein und guckt nach Partnerschaften. Kollaboration, Kooperation und Contribution. Ich glaube, das sind so die drei Sachen, die wir in den nächsten Jahren brauchen. Ich nehme mal an, das ist in allen Unternehmen ähnlich.